Corona belastet die Aktienmärkte? Nein, Corona beflügelt die Aktienmärkte. War der DAX vor zwei Wochen noch im Rückwärtsgang bei 11.500 Punkten, ist er am Montag euphorisch über die Marke von 13.000 Punkten gesprungen. Das hier ist für mich auch der Chart der Woche. Grund war das Unternehmen BioNTech, dessen Impfstoff wohl große Chancen auf eine baldige Zulassung hat. Ihr seht, wie stark Nachrichten die Märkte also treiben. Aber ist BioNTech jetzt der große Gewinner? Und jeder kleine Erfolg, gerade auch beim Impfstoff, vielleicht auch von anderen Firmen, da ist nicht nur BioNTech und Pfizer vorne dabei, sorgt natürlich dafür, dass dieses Handicap, dieses massive Handicap, das größte Handicap für die Aktienmärkte immer stärker weggeht und die Zurückgebliebenen endlich wieder auferstehen. Das ist wie Ostern. Wir schauen gleich, ob Corona, Impfstoff und US-Wahlen die Aktienmärkte auf neue Rekordstände und in eine Weihnachtsrallye schicken könnten. Wir sprechen mit Mr. DAX Dirk Müller zu einem Goldverbot. Wir schauen auf den BER und wir haben wieder zwei Top-Aktienempfehlungen für euch, Nordex und Pfizer. Das alles bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die EZB befürchtet eine wirtschaftliche Abwärtsspirale und wird wahrscheinlich bald erneut gegensteuern. Dennoch, die Tendenz an den Aktienmärkten ist positiv. Die Aktien, die durch einen Corona-Impfstoff und durch einen US-Präsidenten Biden profitieren und die, die zuvor durch die Krise Gewinner waren und jetzt wieder verlieren könnten. Wie sucht man sich also in diesem Umfeld die richtigen Aktien aus? Das ist verdammt schwer. Der geneigte Aktionär oder die Aktionärin kann sich durch die Mühe machen, die Kernarbeit und sich durch zig Plattformen im Internet wühlen und schauen, was macht der einzelne Wert. Das wird gerade bei in der Biochemiefarbe natürlich verdammt schwer sein, wenn selbst die Fachanalysten hier nicht unbedingt an besonders zutreffende Aussagen kommen. Welches Unternehmen das forscht, ist ja bereit, zu frühzeitig davon zu brechen und zu sagen, wir haben was gefunden. Wenn das enttäuscht wird, bricht man in sich zusammen. Das macht keiner mehr. Das gab es früher. Also ist dann doch vielleicht der sinnvolle Weg, dann über zu überlegen, wo sind jetzt die grundsätzlichen Trends? Wir haben einen neuen US-Präsidenten zum Glück. Das heißt, wir werden mehr auf die zyklischen Aktien setzen müssen. Das ist ein großer Trend, ein Megatrend. Ein weiterer Megatrend bleibt natürlich auch Hightech, auch wenn es da ein bisschen zwickt und zwackt, weil man auch hier vielleicht mal Gewinne mitnimmt, um in Zykliker zu investieren. Wir haben die Umweltschutzwerte, die über beiden natürlich massiv kommen. Auch das ist dann natürlich ein großes Megathema, das man im Kopf haben muss. Und natürlich das große Megathema oben drüber, ja, wie das Amen der Kirche ist, die Liquiditätshorse, die natürlich auch nicht zu Ende gehen wird. Wenn man das sich alles anguckt, dann ist es ein guter Weg, erst zu sagen, ich bleibe im Aktienmarkt und dann kann man sicherlich auch mal einen Fonds oder einen ETF kaufen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, welchen Einzelwert man haben möchte. Wir schauen gleich, ob es eine Weihnachtsrallye, eine Jahresendrallye geben wird und sprechen mit Mr. DAX Dirk Müller. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare, wenn ihr euer Tradingwissen bequem von zu Hause oder dem Büro aus verbessern wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Webinare der Tradinghouse Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 18. November, am 1. Dezember und am 16. Dezember, jeweils um 19 Uhr, ein exklusiver Marktausblick mit dem Portfoliomanager André Stagge. Er wirft dabei einen Blick auf die kommenden Börsenmonate und stellt einige Strategien vor. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Mal wieder ist der DAX nicht weit von seinen Allzeithöchstständen entfernt. In den USA klettert der Dow Jones Richtung 30.000er Marke. Kommt jetzt eine Jahresendrallye? Kommt eine Weihnachtsrallye? Wenn der Lockdown nicht zu einem generellen, zu einem totalen Lockdown wird wie im Frühjahr, dann wird man auch sehen, wird sich ja die Entwicklung auch im Aktienmarkt und auch selbst auch für Industriebetriebe mit Blick auf China, wo es da wieder durchaus sehr rund läuft, weiter nach oben verfestigen. Und die EZB hat natürlich damit ein Alibi geschaffen, um eins zu tun, noch üppiger zu werden, noch mehr dafür zu sorgen, dass die Renditen gedrückt werden und damit noch mehr den Anlagenotstand zu forcieren, der sich dann natürlich im Aktienmarkt wieder breit macht. Also die EZB bleibt für uns Europa der Schutzpatron für steigende Aktienmärkte. Da muss man keine Sorgen haben. Das heißt für mich, auch bis zum Jahresende
und darüber hinaus auch im nächsten Jahr 2021 im Aktienmarkt treu zu bleiben. Es spricht für eine kleine Jahresendrallye. Unterm Weihnachtsbaum könnte ja auch ein wenig Gold liegen. Ich habe mit Mr. DAX Dirk Müller darüber gesprochen und er hält ein Goldverbot sogar für möglich. In der heutigen Situation, gerade auch mit den Entwicklungen, die wir erwarten auch die Abschaffung des Bargeldes, wir erwarten spätestens nach der Krise Einführung digitaler Währungen bei in Europa, E-Euro, Digital Dollar und mit einer Aushebelung des Bargeldes, diese völlige Kontrolle über die Zahlungsströme. Damit kann es durchaus sein, dass man dann auch die Ausweichmöglichkeiten übers Gold loswerden möchte. Also auch ein Goldverbot halte ich jetzt für wahrscheinlicher, als ich das vor 2 Jahren gehalten hätte. Aber trotzdem ist es noch keins, wo ich sage, das kommt, sondern ich halte es einfach nur für eine höhere Möglichkeit, als ich das früher eingeschätzt hätte. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Zuerst auf Nordex. Die Aktie konnte seit Mitte März wieder in einen Aufwärtstrend gehen und hat die bisherigen Jahreshochs wieder hinter sich gelassen. Das unterstreicht das Interesse an dem Windanlagenbauer, nicht zuletzt wegen der wohl kommenden grünen Energiepolitik der USA unter einem neuen Präsidenten Joe Biden. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Ein Folgekaufsignal bei Nordex war nach dem Kurssprung über die Oktoberhochs von 13,84 Euro Anfang der Woche zu sehen. Schlussendlich konnte das Papier sogar direkt an seine Höchststände aus 2019 über 15,71 Euro zulegen und ist damit ein Long-Investment. Solange der seit Mitte März bestehende Aufwärtstrend intakt bleibt, bleiben die Bullen klar im Vorteil. Und wir schauen auf Pfizer. Das Partnerunternehmen BioNTech hat ja ein Zulassungsverfahren in den USA angekündigt und davon profitieren die Aktienmärkte weltweit. Partner Pfizer profitiert von dem Hype um den Impfstoffkandidaten und legt zu. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen auch hier eine Longchance. Im Fall von Pfizer kann das Niveau um die Nackenlinie sowie der Kursmarke von $38,80 durchaus für ein Long-Investment herangezogen werden, wenn auch nur rein spekulativ. Mögliche Ziele ließen sich aus Sicht der nächsten Wochen um $44,51 ableiten. Vorher muss aber das Verlaufshoch um $40,90 aus Anfang des Jahres erst noch nachhaltig überwunden werden. Die Volatilität dürfte bei diesem Wert jedoch weiter hoch bleiben. Hättet ihr es für möglich gehalten, der BER, also der Flughafen Berlin-Brandenburg, hat tatsächlich eröffnet. Ich bin mal hingefahren und habe mir den Flughafen angeschaut. Nach nur 7 Verschiebungen, 14 Jahren Bauzeit und fast 6 Milliarden Euro. Das neue Terminal 1 kann im Jahr 28 Millionen Passagiere abfertigen. Terminal 2 ist auch schon für 12 Millionen Reisende bereit. Allerdings wird man erst einmal nicht öffnen. In Corona-Zeiten wird die Erholung der Flugbranche wohl noch Jahre dauern. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.